Die Vereinigung Klebstoff, so nennt sie hier manche Anwohner, nutzt eine Rotphase. Da wird es gleich gefährlich. Was bist du hier rum, Mann? Ich bin ein Toter, wa? Trotzdem Ziel erreicht. Die Fahrtrichtung stadteinwärts ist abgeriegelt. Der Berufsverkehr plötzlich im Stillstand. Maja Winkelmann hat inzwischen ihren Platz gefunden, zum Ärger einer E-Autofahrerin. Dass die Dame elektrisch fährt, darauf können Sie jetzt keine Rücksicht nehmen. Für die letzte Generation ist jede gelungene Blockade auch eine Werbung, um Gleichgesinnte sich ihnen anzuschließen. Wir richten uns nicht direkt an die Leute, die hier blockiert sind. Es tut mir auch wirklich leid, dass die Menschen jetzt hier stehen bleiben müssen. Ich kann auch verstehen, dass sie aufgebracht sind. Aber wir müssen einfach jetzt dorthin, wo wir am meisten stören. Ein polnischer Lieferant, der im Stau steht, erzählt, wie die Polizei in Polen mit Blockiererinnen wie Maja Winkelmann umgeht. Klimaproteste bei uns sind etwas anderes. Also wenn so etwas passiert ist, dann ich schätze mal ungefähr 10 Minuten bis 15 ist alles nötig. Was würde die Polizei dann machen? Aber sie sind festgeklebt. Sorry. Anders in Deutschland.